Grillen durch den Sommer mit Regio TV Plus. Freuen Sie sich jede Woche auf neue Tipps und Tricks. Am Grillkurs von der Metzgerei Jenzer haben wir uns inspirieren lassen. Barbara Jenzer, wenn man grillen will, tut man ja nicht nur Fleisch drauf. Es gibt ganz, ganz viele Sachen drumherum. Jetzt haben wir gerade ein wunderschönes Bild auf dem Grill, Rispentomaten. Woher ist jetzt das gekommen? Normalerweise Tomaten verfluttern ja immer gerade auf dem Grill. Ich habe gefunden, es ist ein bisschen langweilig, immer nur die kleinen Tomaten. Und wenn du sie an der Rispe drauf tust, dann bleiben sie ganz. Man darf es einfach nicht zu lange drauf noch. Und dann mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer ist das eine super schöne Beilage. Eine super Idee ist Geschwelte auf dem Grill. Ich koche dann immer die Herdöpfel schon vorkochen und koche dann zum Beispiel ein Dôme de Rougemont, das ist sehr ein guter Weichkäse aus Rougemont, koche ich auf die Geschwelte drauf und so in einer Gratin-Form auf den Grill. Jetzt hast du heute gerade eine ganz spezielle Vorspeise gemacht. Erzähl mir doch mal etwas, wie bist du auf die Idee gekommen und was ist es genau? Wir haben heute Mini-Salsiccia-Hamburger gemacht und die Idee ist eigentlich entstanden, wir sind von der Ferien heimgekommen, sind mit mehreren Kindern haben zu meiner Mutter auf Besuch wollen. Und sie hat nur noch drei Würste gehabt. Dann hat sie gedacht, was mache ich jetzt da? Und hat aus diesen Würsten, hat sie einfach aus dem Darm, hat sie kleine Hamburger rausgedruckt und hat die gemacht. Und dort ist die Idee entstanden. Und die haben wir jetzt auf dem Grill gemacht mit Brioche-Brötchen. Und was ich denke auch noch lustig ist, gerade wenn wir zusammen grillieren, haben auch alle denen etwas zu tun. Gehen wir ein bisschen auf die anderen Beilagen ein. Gemüse ist auch immer so eine Frage. Ich meine, Zugetti ist etwas ganz Normales, aber du hast eine riesige Pfanne gemacht, die hat ja fast ausgesehen wie eine Paella. Genau, es ist auch in einer Paella-Pfanne gesehen, weil wir sind so viele Leute, ich konnte es nicht direkt auf dem Grill machen. Sonst mache ich das Gericht in einer Grillpfanne. Dann mische ich Herdöpfel, Knoblauch, Zwiebeln, alle Gemüse, die man hat, mischen mit Rosmarin und Salz würzen. Und man hat eine super Beilage zum Grill. Ganz eine lustige Idee sehen wir jetzt. Ich kenne es vom Knoblauchbrot. Auch hier haben ihr eine Variante gemacht. Ich habe die kleinen Brötchen gefüllt mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Freilandschenken zum Beispiel. Das ist eine gute Kombination. Oder man kann es füllen mit Chorizo, Kräuterbutter. Und da kann jeder das rein tun, was er gerne hat. Das ist auch bei uns daheim entstanden, weil die Kinder alle etwas anderes gerne haben. Die eine Tochter füllt es mit Nutella und Bananen. Geht also auch. Nutella und Bananen ist gerade ein Stichwort Überleitung zum Dessert. Das macht man auch gerne in der Folie. Bananen füllen mit Schoki. Du hast ein anderes Thema mit Schoki gewählt. Genau, wir haben unsere Schokoladenträumchen, die wir auf dem Grill machen. Das macht unser Patissier hier im Haus. Die sind in Weggläschen, die tut man auf dem Grill, 12 Minuten. Und dann steigen die ein bisschen auf und dann ist es ein Traum. Innen noch halb flüssig, serviert mit Vanilleglasse und Beere. Ein wunderbares Dessert vom Grill. Was du auch noch herausgefunden hast, ist so eine Variante mit, du mischst gerne noch ein bisschen Käse überall rein. Spezieller Käse, erzähl mir etwas über das. Genau, das ist ja natürlich auch eine Idee für die Vegetarier. Man hat ja immer wieder Leute, die kein Fleisch essen oder keine Lust auf Fleisch haben. Ich mache Dessert mit Käse, so kleine Prädessert, sage ich dem immer. Sehr gut zum Dessertwein. Nehme ich Geisskäse. Ein Beispiel ist Geisskäse mit Äpfel und Calvados. Das ist eine sehr gute Mischung. In Alufolie kommt 5-6 Minuten auf den Grill und man hat ein super Dessert. Barbara, erzähl mir mal etwas über Metzgerei Jenzer generell. Da haben unglaublich viele Mitarbeiter. Das ist ein ganz grosser Betrieb. Wie sind ihr aufgestellt? Es ist so, wir haben ca. 70 Mitarbeiter. Von den 70 Mitarbeitenden sind immer 7-9 Lernende. Wir bilden Fleischfachmänner, Fleischfachfrauen aus und Detailhandelsfachmänner oder Fachfrauen. Und es hat auch viele junge Leute, die bei uns die höhere Fachprüfung machen. Wir legen also viel Wert auf eine gute Bildung. Wie ist es denn, wenn ich hier im Geschäft herumschaue? Es ist nicht in Anführungszeichen nur eine Metzgerei, es heisst auch Feinkost. Ist das das Ganze drumherum und woher kommt das bei euch? Ist das alles aus der Umgebung? Das ist alles regional und die Idee ist eigentlich die, dass wenn man Fleisch kauft, dass man bei uns gerade noch Beilagen kaufen kann. Der regionale Wein, man kann den Käse kaufen oder Teigwaren. Und ist alles von Produzenten, die wir kennen und selber gehen besuchen. So, und wenn jetzt vielleicht das eine und das andere bei euch daheim nicht ganz so gelungen ist, Barbara, ihr macht auch für die Leute Grillkurs. Wann kommt man hier und wann findet ihr statt? Also für Privatpersonen, die haben wir immer Ende Mai, Anfang Juni auf dem Klaushof bis Dolders und da müssen wir Nussbaumer Grillkurs anbieten. Unterdessen ist es aber auch für Firmen und Vereine, bieten wir das im geschlossenen Rahmen an. Und nach Möglichkeit sind die immer bis Dolders auf dem Klaushof. Erzähl doch schnell ein bisschen, wie läuft so ein Kurs ab, wie geht das vor sich? Zuerst einmal gibt es ein Apero für alle, vom Grill natürlich. Und nachher machen wir immer eine Art Postenlauf. Das heisst, ein Posten Fleisch, ein Posten Fisch, ein Posten Dessert, ein Posten Beilagen.
Und die Leute können dort selber etwas machen und wir erzählen natürlich ganz viel. Sieht gut aus, gell? Und dann hat man ein mehrgängiges, sehr reichhaltiges Essen und bekommt dazu zu jedem Gang einen anderen Wein serviert. Was isst denn du am liebsten, wenn es ums Grillen geht? Eine Wurst. Am liebsten eine Salsiccia. Grillen durch den Sommer mit Regio TV Plus. Freuen Sie sich jede Woche auf neue Tipps und Tricks. Am Grillkurs von der Metzgerei Jenzer haben wir uns inspirieren lassen.